Hallo, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Freundin geschrieben. Sie meinte, Tara, hast du schon gesehen? Auf Instagram kursiert gerade so ein Video, wo ein Mädchen ihr Gesicht, was sie mit Pudern gesettet hat, beziehungsweise mit einem Puder gesettet hat, in Wasser tunkt und danach wird das Make-up so flawless und sieht wunderschön aus und hält super lange und keine Ahnung. Und ich so, Moment, bin sofort auf YouTube gegangen und habe dieses unglaubliche Video gefunden von dieser wunderschönen jungen Frau. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Und zwar von ihr. Und hier ist dieses Video, das passende dazu. Das kursierte auf Instagram rum. Ihr Name ist Anne Prettiness. Und ja, sie hat eben ihr Gesicht ins Wasser getunkt, nachdem sie ihr Gesicht gesettet hat mit verschiedenen Pudern. Beziehungsweise sie hat es mit einem Puder gemacht. Ich habe es mit zwei gemacht, einem Brightening und einem normalen Translucent Puder. Und ja, bevor ich jetzt lange rumquatsche, fangen wir mal an mit diesem Video. Obwohl ich diese ganze Prozedur schon hinter mir habe, bin ich immer noch nervös, weil das Ergebnis so schön ist. So, ich habe jetzt mal alles bereitgestellt, was wir dafür brauchen. Und ich habe auch meine Lippen voll Foundation getunkt, weil ich die jetzt auch setten werde. Und dann gucken wir, ob der Lippenstift dadurch länger haltbar gemacht werden kann. Ich werde mir jetzt erstmal mein lustiges Haarband anziehen. Ich glaube, ich mache mir erstmal einen Dutt. Ich habe neben mir noch die Vlogkamera laufen. Ich hoffe, dass der Akku reicht. Der ist nämlich schon am Blinken. Aber damit ihr seht, wie ich mein Gesicht eben da rein tunke. Und ganz kurz, was wir schon gemacht haben. Also, was ich schon gemacht habe. Ich habe Foundation, Concealer und Augenbrauen drauf gemacht. Und ich habe eine Kontur drauf gemacht. Und das alles werde ich jetzt einmal kurz setten. Und zwar, ich bin voll durcheinander. Das macht mich total nervös, dass ich jetzt mein Gesicht in Wasser kippen oder tunken muss. Und zwar habe ich mich jetzt für zwei verschiedene Puder ausgesucht. Interesse halber, das ist einfach das Laura Mercier Brightening, Secret Brightening Powder. Das werde ich unter meine Augen geben auf die Stellen, die ich gehighlightet haben möchte. Und dann das MAC Prep and Prime für ein Translucent Powder zum Setten des ganzen Gesichts. Ich bin ja nicht unbedingt der Fan von so Setten vom ganzen Gesicht, weil ich glaube einfach, dass man viel zu viel sieht. Also, dass man zu viel Puder sieht. Und ich schmink mich ja sowieso schon doll. Deswegen versuche ich immer das noch zu vermeiden. Ich werde jetzt aber meinen benutzten, nassen Beauty Blender schon nehmen. Und mein ganzes Gesicht setten. Okay. Also ich mache auch viel Puder drauf. Hier entsteht die Sauerei des Jahrhunderts. Gut aussehen tut das Ganze nicht, weil man sieht dieses Puder überall in meinem Gesicht. Ich glaube, man kann aber auch sehr gut Babypuder dafür nehmen oder jedes andere Puder, was ihr auch habt. Das ist nur das einzige transparente Puder, was ich jetzt gerade da habe. Hätte ich jetzt Babypuder, hätte ich das auf jeden Fall schon mal benutzt. Aber ich habe leider keins. Und ich finde, es ist halt auch mega die Verschwendung, mit so einem teuren Puder diese Methode durchzuführen. Und jetzt nehme ich das Laura Mercier Secret Brightening Powder. Das ist dieses wirklich das Secret Brightening, was auch die Stellen dann auch highlightet. Damit würde ich jetzt baken, wenn ich baken wollen würde. Wow, doch so wenig Produkt. Und da steht, dass man dieses Puder, was jetzt noch so abschüssig, beziehungsweise so überschüssig, dass man das schon so ein bisschen wegfegen soll. So, wir wären dann soweit. Ich nehme jetzt noch so einen Pinsel und nehme so leicht überschüssiges Puder einfach mal noch ein bisschen weg. Und mein Gesicht ist wirklich komplett mit Puder bedeckt. Also, meine Kamera hier unten ist gerade ausgegangen. Okay, es müsste eigentlich jetzt auch mit meinem Handy aufgenommen werden. Mein Problem ist, dass ich keine Stoppuhr habe. Deswegen werde ich jetzt nach Zeit mein Gesicht da rein tunken. Ich traue mich nicht. Oh, Tara, du Memme, stell dich nicht so an. Los. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Nochmal so ein paar Sekunden. Mehr, nochmal. Okay. Mein Wasser ist übrigens so lauwarm kalt, also lauwarm kalt. Sieht alles ultra seltsam auf meinem Gesicht gerade aus. Aber irgendwie nicht schlecht. Hier habe ich das Puder nicht getroffen, deswegen werde ich hier nochmal so reingehen. Okay, jetzt werde ich einmal mein Gesicht abtupfen. Ich nehme ein ganz normales Handtuch dafür. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber es sieht echt
gut aus. Ich habe super viel Foundation genommen, vor allem eine sehr, sehr dicke. Und ich habe die Marc Jacobs Remarkable Foundation vermischt mit der Estee Lauder Foundation. Und da mache ich normalerweise wirklich richtig wenig nur so, weil die so deckend ist, dass es nicht normal. Und die, wenn man halt zu viel davon nimmt, wird die auch super cakey. Das ist auch natürlich über die Nase ein bisschen gelaufen. Ich schwöre es euch, das sieht so schön aus. Sieht so weich gezeichnet aus. Sieht... Also ich denke, für so eine Hochzeit oder so würde ich das definitiv sogar für meine eigene. Also ich würde mich jetzt aber erstmal komplett schminken und dann gucken, für meine eigene, als wäre das schon in Planung oder so. Nee, Leute, nee. Ich hatte hier auch total in meinen Falten, ich mache ja immer so, hier in meinen Falten auch total Make-up drin. Das habe ich aber absichtlich auch gelassen, weil ich dachte, jetzt schauen wir mal, was diese Methode kann. Und das ist alles so schön weich gezeichnet. Also mir gefällt das sehr gut. Es ist so schön einfach. Also es sieht wirklich brutal genial aus. Ich werde jetzt mein restliches Make-up einmal fertig machen. Es fühlt sich wirklich sehr gut an. Es fühlt sich sehr weich an. Es fühlt sich nicht so an, als hätte ich Make-up auf meinem Gesicht. Ganz anders als sonst. Normalerweise sette ich ja mein Gesicht überhaupt nicht. Das bedeutet, Haare, die eventuell hier so entlang flattern, bleiben auch schon mal gerne kleben, wenn ich das Make-up frisch aufgetragen habe. Jetzt passiert da gar nichts mit. Also es ist so... Es ist auch so weich. Ich bin wirklich... Moment, lass mich aber erstmal fertig schminken und dann gucken wir mal, wie mir das Ganze dann immer noch gefällt. Also, kommen wir zum Fazit. Ich habe mich jetzt mal geschminkt. Ich habe nicht wirklich viel drauf. Also Lippenstift, Mascara, ein bisschen Blush bzw. Bronzer. Das war's. Ich habe meine Augenbrauen nochmal nachgezogen, weil die im Wasser so ein bisschen verloren gegangen sind. Das war jetzt aber auch kein... wasserdichtes Produkt oder sowas. Ich muss wirklich sagen, dass mir das Ergebnis extremst gut gefällt. Was ich euch aber als kleine Tipps geben kann, ist, die Stellen, auf die ich nicht so viel Puder gegeben habe, also hier, wo ich das ein bisschen vernachlässigt habe, da, und da habe ich es auch so ein bisschen mehr runtergenommen, da ist es wunderschön geblieben. Die Stellen, wo mehr Puder drauf geblieben ist, also unter meinen Augen, auf meiner Stirn, hier in der Falte so ein bisschen, auf meiner Oberlippe, hier so ein bisschen im Kinnbereich, da ist das Ganze so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen einfach nur mit dem Finger so ein bisschen Puder noch rausgeholt. Und unter den Augen, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr wegnehmen können. Aber das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Video entstand mit einer Produktplatzierung mit Wasser. Nein, Leute, das ist keine Produktplatzierung, falls jetzt jemand zu mir sagt, Tara, warum musst du so übertreiben und so. Es ist einfach meine Natur. Wenn ich etwas richtig gut finde, dann sage ich euch, dass es richtig, richtig gut ist. Und dann ist mein Herz voll dabei. Es gefällt mir einfach nur richtig gut. Ich habe das Gefühl, es bleibt richtig lang. Ich werde mal morgen früh oder heute Abend nach dem Abschminken in die Infobox noch schreiben, wie sich das mit dem Lippenstift verhalten hat oder ob der länger hält. Jetzt ist es ein Matter, das ist übrigens Honey Love von MAC. Ob das länger hält oder ob es einfach normal war oder so. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und auf eure Kommentare. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr gerne einmal unten tun. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und wir sehen uns dann am Sonntag zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.